Heute ist Freitag, der 21. April. Nachdem wir gestern mal ausgesetzt haben mit Wanderung, weil es mich erwischt hat mit den kalten Temperaturen, machen wir heute einen Spaziergang. Also keine ausgiebige Wanderung mit Klettern hoch und runter, sondern sind hier unten am Stausee Schiara. Schiara. Hier waren wir vor 3 Jahren im Hochsommer, im August, brütende Hitze und haben die auch da unten gesessen und geangelt. Fand ich damals unglaublich, wie man in der prallen Sonne bei 36 Grad im Schatten da rumsitzen kann. Geht nun die ganze Zeit an der Levada entlang. Eigentlich sollte ich mich doch gar nicht anstrengen mit der Erkältung. Also wir sind auf knapp 1000 Meter Höhe, sehe ich gerade. Tut ja irgendwie. Ist hier überall. Wir vermuten, sind irgendwie archäologische Fundstellen. Also was ich so mit Spanisch groß machen kann. Ich bleibe aber auch am Allen hängen heute.
Heute ist Samstag, der 22. April. Wir laufen in der Inselmitte oberhalb von Corona. So, wir sind schön im kanarischen Pinienwald. Wir sind kurz unterhalb der Straße.
Das ist ungefähr so die Hälfte der Strecke, aber nicht der Scheitelpunkt der Wanderung. Es geht danach noch weiter hoch und dann ziemlich steil in einem Stück runter. An der Straßenseite geht jetzt den Berg weiter hoch. Mal wieder querfeldein. Na, mal gucken, wo das endet. Die Wolken, die wabern wieder rein. Mal gucken, ob wir noch auf dem richtigen Pfad sind. Your lips are sweet as honey, and on the taste they flavor. It's a miracle when you're around. Wieder ein verkohlter Baumstamm. Though your feet still touch the ground. You are my precious diamond. Each day I I'm a bridge and never divide.
Naturpark Tamadaba. Ob der Barranco auch so heißt, wissen wir jetzt nicht. Aber diese Gegend mit sich so. Just say it's over, no, we've become. Just say that it's time to listen to sound. To dance on the bridge and build a divide. Erase all the memories drawn inside. Just say it's over. Schwupps, die Wupps, eine Nebel. Also doch bis nach ganz oben auf dem Berg. Noch sind wir nicht auf dem Abstieg. Es kommt noch eine kleine Anhöhe und dann jetzt kontinuierlich bergab. Mann, wie soll ich denn da rüberkommen? Das ist so hoch zum Rüberklettern und das ist zu tief, um durchzukauchen. Aus dem weiter Blick doch raus. Ach du Scheiße. Nee, das geht nicht. Achso, nee, dann würde ich eher sagen. Okay, guck mal, hier haben wir schon anderen. Wir haben es trotzdem geschafft, ist dann nicht blöd. Mit eben wie auf den anderen Ruf. Aufgesetzt mit dem Arsch und über geschwungen. Das hat mal geklappt, das ist ja weiter. Jetzt sind wir auch am Scheitelpunkt der Wanderung. Deshalb machen wir jetzt hier unser Wanderkorallpäuschen. Jetzt noch 2 Kilometer bergab und dann sind wir wieder am Auto. Gerade mich schwer verletzt, voll die Knie am Felsen aufgeschlagen. Wollte eigentlich die spanische Bergwacht rufen, aber da hat jemand Nee gesagt. Und ab durch den kanarischen Ginster und diese komische Blume. Ja, und eine Rose. Schild ist auch verbrannt. Das Ende der Runde. Die haben wir ja schon beendet. Ja, na, wir müssen auch ein Stückchen laufen bis zum Auto. Aber der englische Wanderweg, der endet hier. Der Rockbad Tiger. Oh, wir laufen das kleine Stückchen Straße und da vorne mit dem Wegweiser. Jetzt wieder rechts weg.
der 23. April. Wir sind oberhalb von Las Palmas auf der Halbinsel La Isleta. Genau. Und gucken mal, dass wir hier irgendwie eine angenehme Tour in der Sonne machen. So, das nennt sich hier Las Coloradas. Las Coloradas. Warum das so heißt, kann man sich ja bald feststellen. Gerade am Kaktus festhalten. Cool. Den Geröllweg haben wir geschafft, ohne auszurutschen. Yippie! Ja, da drüben die Großstadt Las Palmas. Heute ist Montag, der 24. April. Wir machen hier eine Runde um Fataga. Das ist hier der Tal
mit den höchsten Temperaturen eigentlich der ganzen Insel hatten wir vor 3 Jahren festgestellt. Da waren hier 43 Grad. Heute natürlich nicht so viel. Eigentlich viel zu viel Anstrengung für meine Erkältung. Show. And then I got this feeling that I'd never had before.
So, das war ein nicht ganz absichtlicher Abstecher. Wir haben mal wieder den Trampelpfad verloren, aber dafür war ein schöner Ausguck eben. Hat man ja gerade von der Drohne aus gut gesehen. Und jetzt suchen wir mal wieder den Pfad. Also, wir finden den Weg nicht wieder. Alles führt in eine Sackgasse. Und wir wissen auch nicht, welcher Weg das sein soll. Ob der da unten sein soll, laut Navigations-App ist ja viel zu weit weg. Laut meiner App soll man da auf dem Betonrohr um den Fels rumhangeln. Was ich mir noch nicht vorstellen kann. Also, versuchen wir jetzt hier querfeld ein, auf dem hier Roll. Versuchen nicht hinzufallen oder auszurutschen vielmehr. Da auf den Weg zu kommen. Ja, ja. Bedeutet wieder aufgerissene Beine, die fiese Flora. Das ist doch kein Wanderweg. Die Kabanossis wieder, die haben nur was am Wandern, ey. Aber nicht zu Fuß. So, gut, die Zivilisation hat uns wieder für das Erste. Geht dann auf der anderen Seite weiter. Wir durchlaufen jetzt das Anwesen Molino da Acqua. Wir wissen nicht, ob wir das dürfen, aber die Wanderwege führen alle hier durch. Wir respektieren die Privatsphäre der Hacienda, weil ein Schild stand, bitte nicht durchlaufen. Machen wir einen Bogen drumherum. Wir passen unsere ursprüngliche Route von Komoot an, und zwar an die Route vom Roter Wanderführer, weil sonst hätten wir zu viel Straße laufen müssen. Jetzt laufen wir hier auf deiner Seite vom Branco und dann geht er dort den Weg runter zum Ort. Da waren wir vorhin, Drohne fliegen. Ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite vom Branco und laufen den Wanderweg des Roter Führers zurück. Unten
Westen, die Ortschaft Fataga. Bis dahin geht es zurück, da steht unser Auto. Durch den Palmenhain. Oh, so ein bisschen schattig. Schön anzusehen. Endlich haben wir auch kanarische Beutelhühner gefunden. Wir sind zurück an der Kirche, unser eigentlicher Startpunkt. Auto ist noch ein bisschen weiter außerhalb oder unterhalb. Wir machen heute unsere Tour zum Rock Nublo. Nublo. Nublo in Sichtweite, fast da. Ja.
Jetzt blicken wir mal in die andere Richtung. Und wir blicken auf den Pico de la Nieves. Nieves. Da waren wir vor 3 Jahren drauf. Oh, da war auch schweineheiß oben. Dann runter für uns. Bei den Touristenmassen angekommen. Ist jetzt der letzte Weg, der Abstecher hoch zum Roc Nublo. Also nicht oben auf den Rock rauf, sondern aufs Plateau am Fuße. Bis hierhin schaffen die Touristen, obwohl sie ganz schön zu kämpfen haben. Aber es sind ja Touris, keine Wanderer. Wir sind Wandertouris.
Wir verlassen den Roc Nuble und machen uns jetzt auf den Rückweg. Geht ja dann eigentlich nur noch bergab. Naja, ein bisschen hoch und runter geht's, aber hält sich in Grenzen. Es ist jetzt Viertel fünf. Ich denke, wir sollten mal spätestens um 18 Uhr im Auto sein. Ich denke früher. Hier links sind wir gekommen, wo die ganze Tour ist herkommen. Wir gehen jetzt hier rechts weiter, unsere Runde machen. Treffen dann allerdings unten auf den gleichen Weg, den wir hochgekommen sind. Und da werde ich dann den Film mehr oder weniger einstellen. Wir kommen zurück zum Waldwegen, ja, lichten Kiefern oder Pinien, Lichtung, Wald. Und da haben wir den Roc Nuble eben mal umrundet und waren oben drauf. Und das ist jetzt der rechte Weg hier. Da unten steht das Auto. Auf der Bushaltestelle. Das Massiv hatten wir bestiegen und kamen gerade von dort zurück. Oh. Alter Angeber. Flood the lake, flood the lake.